Rucksack habe ich dabei, Schlafsack. Ich habe in meinem Leben noch nie in einem Schlafsack geschlafen. Aber jetzt, wir schauen hier auf den Boden auf. Wir haben noch Kinder. Eine kleine. Hoi. Kleine, mittlere. Grosse. Grössere und noch grössere. Ja, das Hitli ist relativ klein. Ja. Und darum haben wir gedacht, es ist ja für dich nicht cool, wenn du zu den Kindern in ein Kehitenbett schlafen müsstest. Es wäre auch nicht cool, wenn du bei uns in den schlafen müsstest. Darum haben wir für dich hier im Nebenshop haben wir dir ein Schlaflager eingerichtet. Wow. Da gehen wir schauen. Sehr gerne, ja. Es ist grösser als meine Wohnzimmer. So, herzlich willkommen zu meiner Villa. Komm rein. Das ist mein wunderschönes Wohnzimmer. Dahinter habe ich ein bisschen Holz, wenn es zu kalt ist. Ich mache Feuer. Denn dahinter schlafe Katze. Es ist keine verschließbare Zimmer, weil in den Bergen braucht man Luft. Das ist ein eigenes Home-Cinema. Da habe ich auch mein exklusives Ambiente-Licht. Das ist ein Snackbar. Das ist mein wunderschönes Schlafzimmer. Das ist where magic happens. Zu romantisch, aber es ist noch nicht Valentinstag. Ich fühle mich wirklich dort pudelwohl. Merci wie immer, Hani, dir einen Einblick in den Luxus. Villa, heute auf die Zeige. Ciao.